Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung des SK Rapid und das an einem ganz besonderen Platz in unserem neuen Stadion. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte in den letzten Wochen ziemlich Angst, weil es für uns selber das erste Mal ist, dass wir hier in der Ebene 1 bei einer Theaterbestuhlung so viele Gäste auf einmal eingeladen haben. Es geht sich alles wunderbar aus und das ist jetzt einmal gleich zu Beginn ganz wichtig. Der SK Rapid hat derzeit 13.490 Mitglieder. Zwei Drittel davon sind rund 8.900 und ein bisschen was. Eins ist klar, obwohl sehr, sehr viele Mitglieder hier sind, es sind die zwei Drittel nicht anwesend. Das heißt, es ist jetzt offiziell, wir vertagen genau um eine halbe Stunde, aber wir machen natürlich schon weiter. Exakt um 19.30 Uhr starten wir dann mit der ordentlichen Hauptversammlung, mit der Tagesordnung. Und jetzt möchte ich aber, bevor wir wirklich um 19.30 Uhr dann starten und über viele, viele Themen und Dinge sprechen werden, möchte ich jetzt in dieser knappen halben Stunde einige Themen ansprechen, die vielleicht doch viele interessieren. Und da beginne ich einmal mit etwas, was uns sehr am Herzen liegt, sehr gefällt, sehr viel Spaß macht und vor allem bereits fast 8000 Menschen begeistert hat. Meine Damen und Herren, ich begrüße jetzt gleich einmal die offizielle Begrüßung, nicht, dass ich glaube, ich vergesse auf so Legenden wie den Freddy Körner, zu dem komme ich dann, wenn es offiziell ist. Jetzt begrüße ich einmal auf der Bühne unseren Rapideum-Koordinator, ein ganz tüchtiger Bursch und den möchte ich mal vorstellen. Hier ist Laurin Rosenberg, herzlich willkommen. Laurin, ich nütze die Gelegenheit deshalb, weil viele der Anwesenden vielleicht das neue Rapideum noch gar nicht gesehen haben, viele der Anwesenden auch nicht wissen, dass die Stadionführungen unglaublich beliebt sind. Und jetzt hätte ich dich einmal gern bitten, wie geht denn so etwas vor sich? Und erzähl uns, ich habe gesagt, über 7.500, 8.000 waren schon. Ganz genau, wir haben jetzt seit der Eröffnung 7.500 Leute im Rapideum oder bei einer Stadionführung dabei gehabt. Und wir haben uns insgesamt so 300 Führungen gehabt, also schon wirklich eine ordentliche Zahl. Und in der Regel machen wir da Kombinationsführungen, das heißt, wir machen als erstes eine Führung durchs Museum, dauert ungefähr dreiviertel Stunde und danach gehen wir durchs Stadion. Und das ist natürlich die perfekte Kombi, um da wirklich die Geschichte zu spüren, aber eben auch das neue Zuhause kennenzulernen. Das neue Zuhause kennenzulernen, wie geht man da vor? Ihr habt ja eine eigene Route, wo beginnt die, wo endet die und was ist am beliebtesten bei den Fans? Es ist immer ganz unterschiedlich, aber prinzipiell versuchen wir die Highlights im Hauptgebäude, in der Haupttribüne abzugehen. Ganz klar ist natürlich dabei der Andachtsraum, der Medienbereich inklusive Pressekonferenzraum, sehr beliebt für Fotos natürlich. Dann sind wir in der Kabine, wenn sie frei ist, wenn die Spieler gerade nicht da sind. Dann schauen wir uns natürlich auch die Trainerbänke, den Rasen, beziehungsweise ganz wichtig, den Vorbereich des Rasens an, also, weil den darf natürlich niemand betreten. Dann gehen wir in die VIP-Bereiche und je nach Zeit schauen wir auch in eine Loge hinein. Kommen wir zum Rapideum. Die doppelte Fläche. Viele begeisterte Fans kommen heraus und sagen, bist du gescheit, da ist euch wieder was Tolles gelungen. Wir waren auf rund 100 Quadratmeter. Domenico Iacono, Thorsten Leitgeb waren damals federführend. Und jetzt Rapideum neu. Thorsten Leitgeb ist nach wie vor an Bord. Du hast dich stark eingebracht. Was ist der Unterschied oder was hat sich geändert? Was ist anders auf dieser doppelten Fläche? Naja, das Wesentliche ist eben, dass wir einfach viel mehr Platz haben und da die Geschichte noch besser darstellen können. Das wesentliche Konzept ist aber gleich geblieben. Das heißt, wir haben wieder gemeinsam kämpfen, siegen, wir haben das Ladenkonzept und gehen da eben thematisch vor und jetzt nicht streng chronologisch, haben aber viele neue Highlights. Großes neues Thema ist natürlich das Hanapi-Stadion, dem wir sehr viel Platz widmen. Aber prinzipiell, das gehört zum Rapideum dazu, wir schauen uns nicht nur die schönen Geschichten an, sondern widmen uns auch kritischen Themen, wie um ein Beispiel herzunehmen, Pyrotechnik ist bei uns auch irgendwie ein Thema, von welchen Seiten man das anschauen kann und was da die verschiedensten Seiten sind eben. Neben den klassischen Führungen, neben den Rapideum-Führungen sind jetzt
für Dezember noch zwei ganz besondere Führungen geplant. Wird der Domenico selber machen? Worum geht es hierbei? Ganz genau. Ein sehr umstrittenes Thema ist ja die Geschichte von Rapid im Nationalsozialismus. Wir haben das ja auch aufarbeiten lassen, auch bekannt mittlerweile. Und wir haben uns das auch zum Anlass genommen, dass eben die Erringung des deutschen Meistertitels vor 75 Jahren war. Und wir wollten das nochmal auch bei diesen Spezialführungen thematisieren und werden das in Zukunft sicher auch weiter anbieten. Ich schaue bei meinem Bürofenster oft hinunter und da sehe ich wieder viele Menschen und dann weiß ich, es gibt wieder Führungen. Kann man so sagen, wer sind die Zielgruppen? Ich bin einmal runtergekommen, da haben viele gesagt, da schaut der Andi Marek, da war niemand unter 70, würde ich jetzt einmal sagen, was uns sehr gefreut hat. Wie kommt das, wie geht das? Na, es ist ganz unterschiedlich, so unterschiedlich Rapid ist, so unterschiedlich sind auch die Leute, die herkommen. Wir haben Leute, die bei einer Veranstaltung da sind, Rapid gerade erst einmal kennenlernen und sich das Stadion anschauen wollen. Wir haben Fangruppen da, wir haben Pensionistengruppen da, wir haben wirklich, es geht durch die Bevölkerung durch, Schulgruppen natürlich ein ganz wichtiges Thema, also das ist nur ein Zufall gewesen, dass da nur die älteren Herrschaften waren. Alles klar. Wenn man sich anmelden will, geht das einfach, ist es kompliziert, hat man eine Wartezeit, was empfiehlst du? Prinzipiell am einfachsten ist es, sich zu einer unserer offenen Führungen anzumelden, geht über den Ticket-Online-Shop oder im Fan-Corner und wir haben allein jetzt im Dezember noch 35 Termine dafür, gerade in der Weihnachtszeit viele, wo dann auch Familien natürlich kommen können und geht komplett unkompliziert. Wenn es dann doch einmal ein Problem geben sollte, kann man auch ein E-Mail an museum@rapid.com schreiben und dann schauen wir uns das an. Meine Damen und Herren, und eines ist ganz wichtig und da möchte ich jetzt hinweisen, mache jetzt ein bisschen Werbung auch in eigener Sache. Unsere Führung, unsere Tour durch das Stadion, zuerst das Rapideum oder umgekehrt, man endet jetzt im Fanshop, kann man sich was aussuchen, und man wird dann noch eingeladen in die Rekordmeisterbar. Da werden einige sagen, was ist die Rekordmeisterbar? Sie wird am kommenden Wochenende eröffnet und ist dann ab Montag, dem 5. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr offen. Sie sollen unbedingt einmal hinschauen. Es ist etwas ganz Tolles gelungen. Und es ist noch nicht einmal fertig. Es wird jetzt gerade fertig und es wird sehr viel Freude machen. Die Rekordmeisterbar des SK Rapid gehört auch dann zur Stadionführung dazu. Ich danke dir vielmals, Laurin. Du hast mit einer unglaublichen, akribischen Art geschaut, dass das alles auf die Beine gekommen ist. Danke auch an den Thorsten, der sich da unglaublich eingeschmissen hat. Und danke, und das kommt jetzt, glaube ich, von dir an alle Leihgeber. Ja, sowieso. Das Rapideum würde ohne unsere Leihgeber nicht funktionieren. Ich würde schätzen, zwei Drittel unserer Objekte haben wir von Leihgebern. Und wenn die uns das nicht zur Verfügung stellen würden, könnten wir sehr wenig erzählen. Ich sage Dankeschön und bitte geben wir diesen tüchtigen Herrn einen kräftigen Applaus. Danke, Laurin. Laurin hat gesagt, er möchte sich jetzt noch wegen etwas anderem bedanken. Bitte schön. Es ist ja natürlich so, dass wir sehr viel unterschiedliches Feedback bekommen zum gesamten Stadion, zu Sachen, die gut funktionieren, zu Sachen, wo man, sage ich mal, noch Nachholbedarf, Verbesserungsbedarf auch haben. Und eine Geschichte, die von Anfang an irgendwie so, sagen wir mal, geteilte Kritik gehabt hat, war die Position der Schönecker-Statue. Und wir haben da sehr viel Feedback bekommen und haben dann auch geschaut, okay, was sind andere Positionen? Und da möchte ich mich auch bedanken, dass das Weitergeben so gut funktioniert hat und dass wir jetzt dafür eine neue Position gefunden haben, die wir demnächst dann auch wieder präsentieren werden. Ich muss dazu sagen, ganz wichtig, der Laurin ist zu mir gekommen, der Domenico ist zu mir gekommen, der Thorsten, die haben gesagt, du Andi, so viele Leute reden uns an, die Position des Dionys Schönecker, das ist nicht so passend, habe ich gesagt, ehrlich jetzt im Nachhinein betrachtet, wie wir es positioniert haben, wir haben ja darüber geredet, wussten wir alle nicht, dass dort der Defibrillator hinkommt. Ja? Und dass das jetzt nicht unbedingt ein würdiger Bereich oder Platz ist für den Dionys, das stimmt. Wir werden ihn jetzt so positionieren, das wird im Frühling passieren, im Februar. Dankeschön an dieser Stelle auch an unseren Präsidenten Michi Kramer und den Christoph Peschek, die beide gesagt haben, das machen wir auf jeden Fall. Jetzt, Dankeschön. Ja. Laurin Rosenberg. Meine Damen und Herren,
Wir schauen auf die Uhr. Wir haben noch gute 18 Minuten. Dann geht's los. Dann beginnt sie die ordentliche Hauptversammlung des SK Rapid. Ich kann jetzt schon sagen, mit einem Rekordteilnehmerfeld und ganz sicher mit einem rekordwahlberechtigten Feld, denn so viele wie heuer mitwählen werden, haben wir noch nie gehabt. Wir haben noch Zeit. Es hat nichts zu tun mit Fußball, es hat nichts zu tun mit Tradition, es hat mit Innovation zu tun. Und da möchte ich jetzt Dankeschön sagen, dass der SK Rapid wieder einen Schritt innovativ ist. Und ich glaube, viele Rapid-Fans werden sich darüber besonders freuen. Ich bitte jetzt zu mir unseren Marketingchef. Begrüßen wir mit einem kräftigen Applaus. Hier ist Magister Sebastian Bernhaupt. Es gibt Menschen, die telefonieren nonstop. Es gibt Menschen, die sind echte Freaks auf so einem Handy. Da gehören meine Kinder dazu. Ich kann mit denen fast nicht kommunizieren, weil sie die ganze Zeit irgendwo reinschauen und in irgendeiner WhatsApp-Gruppe oder irgendein App oder irgendwo sind. Für mich ist das Ding deshalb wichtig, weil man sehr schnell jemanden erreichen kann telefonisch. Deshalb, ich kenne mich zu wenig aus. Ich durfte nur erfahren, vor circa einem halben, dreiviertel Jahr, Rapid wird eine eigene, was haben? Einen eigenen Mobilfunk haben, einen Tarif, den grün-weißen Tarif. Mir hat so Mitte Juni ein SMS, nein, E-Mail erreicht von Christoph Peschek im Auftrag von Michael Kramer, unserem Präsidenten, der gemeint hat, so, jetzt ist es soweit. Wir sind technisch auf dem Weg, auf einem guten Weg und jetzt wollen wir das am 28.11. bei unserer ordentlichen Hauptversammlung präsentieren. Rapid Mobil für alle grün-weißen Fans und Mitglieder und war ein ambitioniertes Ziel in dem halben Jahr. Wir haben es geschafft. Wir haben. Da muss ich dir jetzt auch unterbrechen. Ganz tüchtig, dieser Mann mit seinem Team, das waren viele, viele, viele Stunden, dass dieses UFO dann auf den Boden gebracht wurde, denn man kann jetzt einfach hergehen und sagen, so, jetzt haben wir halt irgendeinen Tarif, das geht schon. Aber du musstest zuerst schon einmal alles auf die richtigen Beine stellen. Erzähl uns ganz kurz, was ist das Besondere dran? Warum sollte jemand, der jetzt einen Tarif hat bei, weiß ich nicht, bei wem, warum sollte der jetzt wechseln? Ja, wir haben neben dem super günstigen Tarif, der um 99 im Monat zu halten ist, ohne Bindung, muss man auch dazu sagen, sehr, sehr wichtig. Man kann auch jederzeit wieder aussteigen oder nur nach Verbrauch telefonieren. Bestimmte Heimvorteile. Wir haben als SK Rapid überall Heimvorteile in ganz Österreich, aber auch international. Unsere Fangemeinde ist sehr, sehr reisefreudig und daher haben wir überall Heimvorteile. Und diese Heimvorteile beinhalten unter anderem eine Wunschrufnummer. Die Wunschrufnummer beinhaltet wieder die 1899 und das Gründungsdatum. Unmittelbar nach Beendigung der Hauptversammlung haben alle hier anwesenden Mitglieder das Vorwahlrecht, mehr oder weniger. Wir haben unten im Foyer vier Counter aufgestellt, wo jeder hinkommen kann und seine Wunschrufnummer 0677 ist die Vorwahl, bei allen gleich, 1899 auch bei allen gleich, davon haben wir 10.000 Stück von diesen Rufnummern und dann vier Ziffern, zum Beispiel 19.09., mein Geburtstag und Monat, den kann man, oder diese SIM-Card kann ich mir dann auswählen. Ganz wichtig, liebe Mitglieder, unten im Foyer, das beginnt erst, wenn wir uns hier verabschiedet haben, ja. Das heißt nicht, dass jetzt jemand sagt, von da könnte meine Nummer weg sein. Wir fangen erst an, wenn wir hier sagen, auf Wiederschauen und dann werden wir uns erst einschalten. Eines muss ich dazu sagen, ich möchte unserem Kapitän, dem Steffen Hoffmann, Dankeschön sagen. Er war spontan bereit und hat gesagt, Andi, das machen wir. Es war eine Nacht- und Nebelgeschichte. Warum? Es musste alles bis heute fertig werden. Das war das Ziel. Und dann hieß es plötzlich, wir brauchen doch irgend so einen Werbespot, den man jetzt auf diverse Social Medias und so stellen könnte und kann. Also, wie tun wir?
Andi, bitte mach mal gemeinsam, frag du ihn Steffen. Ich habe gesagt, Steffen, tu mal. Es war unglaublich nett, es war irrsinnig lustig. Und meine Damen und Herren, dass wir Ihnen jetzt kurz näher bringen, das ist unser neues Baby bei Rapid. Haben wir Probleme bei der Geburt? Eine Steißlage? Gibt's mal ein Zeichen, ganz kurz. Heute fertig geworden, vielleicht deshalb. Geht noch nicht. Okay, dann zeigen wir einmal her. Das sagen wir mal in die Kamera. Was ist das? Das ist das sogenannte Starterpaket mit der Wunschrufnummer. Die steht da unten oben. Wir haben da eine sehr, sehr spezielle ausgesucht. Ich glaube, unser Kapitän hat die Rückennummer mit der Nummer 11 und deswegen haben wir die 0677 1899 0011 genommen. Jetzt weiß jeder, wie der Steffen in Zukunft erreichbar sein wird. Also bitte, wir machen auch kein Geheimnis daraus. Ja, ihr könnt ja mal jederzeit anrufen, er ist sehr fannahe. Wir werden ihm jetzt... Wir werden ihm jetzt dann in wenigen Augenblicken das übergeben. Aber jetzt bringen wir das Kind auf die Welt. Bitte schön. Bei Rapid hast immer Heimvorteil. Mit Rapid Mobil hast du immer und überall Heimvorteil. Rapid Mobil Heimvorteil. Der grün-weiße Tarif. Für alle Rapid-Fans. Und alle, die günstig telefonieren wollen. Rapid Mobil Heimvorteil. Der grün-weiße Tarif mit 1000 Minuten oder SMS und 3000 MB LTE Daten um nur 9,90 Euro. Und mit diesen Heimvorteilen einmal zwei Gratis-Tickets. Spielertunnel Livestream. 10% Fanshop-Gutschein. Rapid immer am Display. Exklusive Gewinnspiele, 10% Ermäßigung auf das Sony Xperia und ein exklusives Startpaket mit Sticker. Alle Infos unter rapid-mobil.at. Danke! Bitte. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich darf jetzt unseren Kapitän, den es schon viel besser wieder geht, gesundheitlich, der hoffentlich bald zurückkehrt, zu uns auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen, hier ist Steffen Hofmann. Ein Applaus. Wir hätten beim Werbespot eigentlich relativ nicht lange gebraucht, hätte es nicht technische Stopp-Probleme bei dir gegeben. Aber es hat dann funktioniert. Sebastian, du bist an der Reihe, du übergibst offiziell. Und können wir dich jetzt jederzeit dort erreichen? Ja, ich bin auf der Nummer ungefähr so gut erreichbar wie du. Auf deiner Nummer, dich zu erreichen, ist relativ schwer. Ich habe es heute ein paar Mal probiert, aber ja, mit dem Rückruf braucht man da nicht rechnen. Also. Ich hab gesehen Hofmann und habe Otrad. Ja, das nächste Mal, wenn du was brauchst, probier es unter der Nummer. Meine Damen und Herren, ganz wichtig, heute nach unserer Veranstaltung, wer Interesse hat, einfach hingehen, anmelden und dann entweder gleich mitnehmen oder morgen oder übermorgen abholen. Sebastian, eine wesentliche Frage noch. Da gibt es als Heimvorteil Service Livestream aus dem Tunnel. Was bedeutet das?
Ja, Livestream aus dem Tunnel bedeutet, dass wir gestern das erstmalig ausprobiert haben bei unserem Spiel gegen Sturm Graz. Wir haben eine Kamera postiert im Spielertunnel und nehmen dort die letzten Momente, bevor es dann rausgeht, auf den Platz auf. Und in Zukunft wird es dann sicher auch so sein, dass die eine oder andere Botschaft noch über die Kamera an die Rapid-Mobilisten übermittelt wird. Ist exklusiv für Rapid-Mobil-User und glaube ich, eine sehr schöne Leistung, die man sonst mit Geld nicht kaufen kann. Das glaube ich auch. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Dankeschön, Steffen. Und einen kräftigen Applaus. Dankeschön, Sebastian. Rapid Mobil, jetzt ganz neu. Ich nütze die 2-3 Minuten, die es jetzt vor der Rapid-Hymne noch gibt, nütze ich jetzt ganz schnell noch, um ein weiteres Highlight anzukündigen. Und zwar, der SK Rapid wird einen neuen Fanshop eröffnen. Der neue Fanshop wird am nächsten Montag, dem 5. Dezember, um 15 Uhr in St. Pölten eröffnet. Jetzt werden einige sagen, St. Pölten, warum St. Pölten und wo ist der Fanshop? Wir hatten leider das Problem, dass wir in unserem Lager in der Mittisgasse nicht mehr bleiben durften. Das Haus wird verkauft und so mussten wir ausziehen. Und jetzt haben wir uns Lagerräume angeschaut. Wir brauchen ein großes Lager für Merchandising und dann wurden wir fündig und zwar in St. Pölten. Ein super tolles, nagelneues Lager. Und das hat einem Autobusunternehmen gehört und die haben davor einen sehr schönen Schauraum gehabt. Und die haben gesagt, wollt ihr das Lager, könnt ihr den Schauraum auch haben. Jetzt haben wir dort unser Lager auf knapp 1000 Quadratmeter und einen Fanshop davor im Schauraum mit rund 100 Quadratmeter. Man fährt von der Autobahn, von der A1 ab und ist in wenigen Augenblicken dort in der Messestraße Nummer 1. Und da wird es dann ab Montag, dem 5. Dezember, gibt es dann unseren neuen Fanshop. Für alle, die im Westen zu Hause sind, nämlich in Niederösterreich, vorbeischauen. Großes Sortiment. Warum großes Sortiment? Weil ja sofort dahinter das große Lager ist und man hat somit alles, was das Herz begehrt. Apropos Fanshop, an dieser Stelle ein großes Dankeschön an all unsere Rapid-Fanshop-Kunden. Unser neuer Fanshop hier im Stadion boomt, geht durch die Decke. Großes, großes Dankeschön. Dankeschön an das ganze Merchandising-Team und auch hier vielleicht einmal einen kräftigen Applaus. So, meine Damen und Herren, und jetzt machen wir die Punktlandung, sodass wir genau exakt um 7:30 starten mit der ordentlichen Hauptversammlung und in die Rapid-Hymne hinein, die wir jetzt dann starten, darf ich unser aktuelles Präsidium zu mir auf die Bühne bitten und unseren Geschäftsführer. Die kommen jetzt, begrüßen wir sie mit einem kräftigen Applaus und hier ist die Rapid-Hymne. Angeführt von unserem Präsidenten Michael Kramer. Geschäftsführer Christoph Peschek. Gibt's an nur so viele Tiefen. Rapidler Vizepräsident Magister Nikolaus Rosenauer. Rapid ist mein Prinzip im Leben. Dr. Erich Haider. Bin noch am See, die grüne Fahne. Thomas Waldner. Petra Gregoritz. Der es nicht versteht. Der Ingenieur Bauer. Gerhard Höckner. Und Andreas Josef Kamper. Und der Martin, da ist er. Finanzreferent im Präsidium, Martin Bruckner.
ein Spiel haben. Wollen wir die Gegner auch bekehren? Dass es nichts Schönes gibt im Fußball. Als Rapidler sein, Rapidler zu werden. Als Meister halten wir Rekorde. Im Ausland und jeder kennt. Bekannt sind wir als verbissene Horde, die sich stolz Rapidler nennt. Und jetzt machen wir es offiziell. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung des SK Rapid in unserem neuen Stadion zu Hause in der Ebene 1 unseres VIP- und Business-Bereichs. Und wir freuen uns sehr, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind. Ich habe unsere Mitglieder, die noch nicht 3 Jahre oder die letzten 3 Jahre Mitglieder sind, auch eingeladen, dass sie herunterkommen, wenn sie jetzt noch wollt. Sie könnt gerne hier herunterkommen, es sind noch Plätze frei. Und alle anderen Mitglieder, die stimmberechtigt sind, die haben hoffentlich ihr Kuvert mit einigen Zetteln drinnen. Zu denen komme ich dann gleich. Jetzt möchte ich gleich zu Beginn einige Gäste in unserer Mitte herzlich willkommen heißen. Beginnen wir gleich einmal mit einem Herrn, den wir alle sehr schätzen. Und wir haben alle, glaube ich, gemeinsam einen großen Wunsch, dass ihn der Herrgott noch lange leben lässt, denn es ist so schön, dass er unter uns ist. Meine Damen und Herren, im Februar hat er seinen 90. Geburtstag gefeiert. Er ist nach wie vor gesund, frisch, munter, schimpft, wenn man nicht gut spülen. Aber das gehört heute dazu. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, Freddy Körner. Meine Damen und Herren, begrüßen wir sehr herzlich in unserer Mitte unseren Ehrenpräsidenten. Schönen guten Abend, Rudi Edlinger. Wir freuen uns, dass viele Legenden heute auch unter uns sind. Und das ist immer schön, wenn Sie zu allen Spielen kommen. Sie sind Mitglieder des SK Rapid. Herzlich willkommen, die anwesenden Legenden. Schönen guten Abend. Wir freuen uns sehr, unser aktuelles Kuratorium willkommen zu heißen. Meine Damen und Herren, auch hier einen kräftigen Applaus. Die Vertreter des Rapid-Kuratoriums. Ebenfalls freuen wir uns sehr, und der Christoph Peschek ist angetreten seinerzeit und hat gesagt, ist er zu mir ins Büro gekommen und gesagt, Andi, wie schaut es denn eigentlich aus bei den Mitarbeitern? Sind das alles Mitglieder? Habe ich gesagt, viele. Und er hat dann einmal gesagt, eigentlich wäre es gut, wenn es alle sind. Und dadurch, dass sie Mitglieder sind, sind sie auch heute hier. Herzlich willkommen, die Mitarbeiter des SK Rapid. Guten Abend. Applaus
Wir freuen uns sehr, dass in der Mitgliederfamilie auch viele Partner und Sponsoren sind. Wir alle wissen, wie wichtig die Sponsoren und Partner für den SK Rapid sind. Und ich sehe hier einige Vertreter von sehr großen und namhaften Sponsoren, die zur Mitgliederfamilie gehören. Auch hier einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Und jetzt natürlich ein ganz großes, herzliches Willkommen. Und Sie dürften heute ja nicht hier sein, wenn Sie nicht Mitglieder wären. Sie sind Mitglieder und deshalb begrüßen wir Sie herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung des SK Rapid. Da hinten sitzen Sie fesch, geschnetzt und kampet. Herzlich willkommen, die Mannschaft des SK Rapid. Guten Abend. An dieser Stelle möchte ich einen Herrn ganz speziell begrüßen, mit ihm gemeinsam sein neues Team. Herzlich willkommen und schönen guten Abend, Damir Kanadi. Meine Damen und Herren, er wird später dann zu mir auf die Bühne kommen und ich bin überzeugt, wir werden einiges erfahren, das uns sehr zuversichtlich stimmen wird. Wir freuen uns, dass er dann auf die Bühne kommt. So, bevor ich jetzt dann kurz das Wort jemand anderen übergebe, würde ich sagen, wir schauen gemeinsam mal in ein Video. Wie schaut denn das Leitbild des SK Rapid aus? Bitte schön. Unser legendärer Zusammenhalt wurzelt in der Freundschaft und Solidarität. Unter den Familien, Nachbarn und Arbeitern auf der Schmelz. Seid hereint und das grün und weiße Band. Es hat uns zum größten und erfolgreichsten Fußballverein von Wien und Österreich gemacht. Um diese Verbundenheit zu bewahren, begegnen wir uns als Rapidler gleichwürdig, ehrlich und vertrauensvoll. Unser Name ist und bleibt Sportclub Rapid. Unsere Farben sind und bleiben grün und weiß. Unser Wappen ist unveränderlich. Seit jeher erkämpfen wir uns mit vollem Einsatz den Erfolg und geben nie auf. Die Rapid-Viertelstunde ist Ausdruck unseres immerwährenden Siegeswillens. Wir treten mutig und selbstbewusst auf. Als Team sind wir angriffslustig, dynamisch und wählen stets den direkten Weg zum Ziel. Unsere Gegner behandeln wir hart, aber fair und mit Respekt. In guten wie in schlechten Zeiten leben wir unsere Leidenschaft. Und sind stolz, uneigennützig zum Ruhm Rapids beizutragen. Hier sind wir groß geworden, hier schlägt das Herz unserer Vereinskultur. Wien ist unsere Stadt, sie prägt uns und wir repräsentieren sie. Darüber hinaus sind wir in ganz Österreich zu Hause, der bedeutendste Fußballverein des Landes. Und über seine Grenzen hinaus eine namhafte Größe. Menschliche Vielfalt war und ist der Motor unseres Erfolges. Deshalb und aufgrund unserer sozialen Verantwortung für eine offene Gesellschaft kann jeder Mensch, der das Wohl Rapids in den Vordergrund seines Denkens und Handelns stellt, Rapidler sein. Egal welchen Geschlechts, egal welcher Herkunft oder Schicht. Und unabhängig von seiner Lebensweise. Unsere Ursprünge in der Arbeiterbewegung verpflichten uns insbesondere, sozial Benachteiligte zu unterstützen.
Erfolg ist uns Erbe und Gebot zugleich. Daher ist es unser Anspruch, immer ganz oben zu stehen. Egal in welchem Bewerb und wo in der Welt wir antreten. Wir wollen gewinnen. Um diesen Auftrag zu erfüllen, wirtschaften wir solide, innovativ und weitsichtig. Dabei ist unsere Eigenständigkeit höchstes Gut. Durch sie bleiben wir unseren Wurzeln treu. Und können sie an nachkommende Rapidler weitergeben. Damit ist gewährleistet, dass unser gemeinsamer Wille zu kämpfen und zu siegen, der Rapidgeist, für immer weiterlebt. Meine Damen und Herren, der Fußballgott hat zuerst gesagt, ich habe nicht angekommen. Es ist manches Mal schon gar nicht so einfach, wenn das Telefon dann durchläutet. Aber ich versuche dann, soweit es geht, zurückzurufen, abzuheben. So wie gestern, da war es 23.40 Uhr. Ich war gerade am Weg heim ins Waldviertel, läutet das Telefon und es meldet sich der Präsident. Ich sage drauf, na, sind wir noch auf? Sagt er drauf, du Andi, ich habe eine Bitte. Sag ich, was denn? Morgen, du hast ja das Drehbuch fix fertig. Sag ich, ja, habe ich fertig. Sagt er, wie heißt denn der Ablauf? Fragt er mich. Sag ich, Tagesordnung. Und er sagt, wir können morgen nicht zur Tagesordnung übergehen, bevor ich nicht etwas sage. Bevor die Tagesordnung beginnt, unser Präsident. Bitte schön. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Rapid-Mitglieder. Es ist wunderschön zu sehen, wie viel heute gekommen sind und wie wir hier unsere erste Hauptversammlung in unserem neuen Allianzstadion feiern können. Bevor wir zur Tagesordnung übergehen, sei eines gesagt. Das Jahr 2016, das Kalenderjahr 2016, war für uns sportlich gesehen kein wirklich erfolgreiches bisher und es wird auch nicht mehr so wirklich werden. Die Entwicklung war nicht in die Richtung, die wir uns vorgestellt haben. Und vielleicht können wir uns den Vorwurf machen, wir haben das zu spät erkannt. Aber Tatsache ist, wir haben vor 2 Wochen ein neues Trainerteam bestellt. Dieses Trainerteam hatte jetzt mit der Mannschaft gemeinsam 3 Spiele in einer Woche zu absolvieren. Salzburg, Genk, Sturm. Und gestern, nach dem Sturmspiel, habe ich mir gedacht, es ist so ungerecht. Es tut so weh. Was haben wir verbrochen? Salzburg, okay, abhaken. Genk, wir kriegen ein Abseitstor. Schießen ein reguläres, es wird nicht gegeben. Gestern wird der Ball abgefälscht. Gut. 3 Spiele, 3 Niederlagen. Wir haben ein Trainerteam engagiert, von dem sind wir zu 100% überzeugt. Das sind absolute Spitzenleute. Aber ich muss euch eins sagen, wir haben nicht Jesus und die 12 Apostel engagiert. Sie können keine Wunder wirken. Es ist harte Arbeit, die zu leisten ist. Und dabei werden und müssen wir sie unterstützen. Wisst ihr, es ist schon so, dass egal wie es uns geht, Fußball Österreich beobachtet uns. Rapid ist der wichtigste Verein in Österreich und der sorgt für Schlagzeilen, wenn es leiwand rennt. Aber noch mehr freuen sich viele, wenn sie einen Keil in die Rapid-Familie treiben können. Da lese ich dann so Schlagworte wie, das wird eine frostige Hauptversammlung. Oder die Spieler sind schon in der 20. Minute ausgepfiffen worden. Das steht in allen Medien, weil man diese Keile gern aufnimmt und sie in unsere Geschlossenheit treibt. Das Trainerteam, ich habe schon gesagt, arbeitet
für den zukünftigen Erfolg. Heute ist Jahreshauptversammlung. Es geht darum, dass wir als Präsidium und die Geschäftsführung euch Bericht erstattet und Rechenschaft ablegt über das, was wir im letzten Jahr gemacht haben, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, aber viel wichtiger, wie wir gemeinsam die Zukunft gestalten wollen. Um das geht's. Rapid feiert in Kürze seinen 118. Geburtstag. Und in diesen 118 Jahren hat es ganz viele Höhen gegeben, ganz viele Erfolge, aber auch viele Tiefen. Mein Vater hat mich im Jahr 1968 zum ersten Mal auf ein Rapid-Match mitgenommen. Ja. 1968 war eine Saison, da waren wir Doublegewinner, Meister und Cupsieger. Und dann hat es 14 Jahre gedauert, bis 1982, bis wir zum nächsten Mal Meister wurden. Und mein Vater hat zu mir immer gesagt, weißt, wenn es leiwand rennt, kann jeder Rapidler sein. Wir unterstützen Rapidler, wenn es nicht so super rennt, weil dann brauchen sie uns umso mehr. Jetzt heißt es, gemeinsam kämpfen, dann werden wir wieder siegen. Danke. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir gehen tatsächlich jetzt zur Tagesordnung, zu Punkt 2. Und der Punkt 2 der heutigen Tagesordnung heißt Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Hauptversammlung vom 23. November 2015, genau vor einem Jahr. Und gibt es dazu Wortmeldungen? Diese Frage stelle ich immer wieder bei unseren Versammlungen, denn das Protokoll ist natürlich ein sehr langes. Und die Wortmeldung, ich freue mich, dass die Wortmeldung kommt. Stefan Singer ist hier bei uns, er hat das Protokoll gelesen und ich darf dich jetzt bitten, ganz kurz. Ja, ich habe dieses Protokoll gelesen. Es entspricht laut meiner Erinnerung dem, was bei der letzten Hauptversammlung gesagt, besprochen und beschlossen wurde. Und ich beantrage deswegen, auf die Verlesung des Protokolles heute zu verzichten. Hat Zeitersparnis und Effizienzgründe. Das Protokoll entspricht dem, was das letzte Mal beschlossen wurde. Vielen Dank. Dankeschön. Auch hier einen kleinen Applaus. Meine Damen und Herren, es geht jetzt darum, dass bitte alle die Kuverts zur Hand nehmen und aus dem Kuvert eine Karte. Ist es die Karte mit dem Rapid-Wappen, dann sind Sie dafür, dass wir das Protokoll jetzt nicht vorlesen. Ich mache dann natürlich die Gegenprobe und dann sollte, lasst es unten, dann sollte jemand, der nicht dafür ist, die rote Karte zeigen. Wir werden das ganz genau mitschreiben. Wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen das Protokoll nicht vorzulesen, dann darf ich jetzt bitten um die Karte mit dem Rapid-Wappen. Ich zähle jetzt nicht durch, es ist ganz, ganz eindeutig, aber wir machen, Dankeschön, wir machen trotzdem der Ordnung halber die Gegenprobe, bitte. Eine rote Karte da hinten. Ist okay. Eine Gegenstimme. Dort hinten noch einmal, 2. Okay, haben wir niedergeschrieben. Es ist ganz eine eindeutige Geschichte. Vielen Dank. Somit gehen wir weiter, meine Damen und Herren. Und wir gehen zum Punkt drittens der Tagesordnung. Das sind die Berichte. Und bevor ich den ersten Gast zu mir herausbitten darf, schauen wir uns gemeinsam einmal an. Was ist denn eigentlich Rapid?